Hallo liebe Nosy Rosies! Hallo liebe Nosy Rosies! Wir müssen uns erstmal entschuldigen. Ja, dass wir letzte Woche nicht da waren. Ja, das tut uns sehr leid. Aber jetzt sind wir wieder da. Yay, wir sind wieder da. Und es ist lustige Woche. Und weil lustige Woche ist, haben wir uns überlegt, wir machen einen Tag. Und wir beantworten 25 Fragen, die wir gefunden haben. Yay, ich bin gespannt. Lustig wird's. Also wer schon länger zuschaut, unsere Videos kennt, kennt auch schon ein paar unserer Haustiere. Ja, wir haben Katzen und Hunde. Vor einem Satz. Alles unfreiwillig, die kommen einfach so. Die kommen zu uns, weil es bei uns so schön ist. Genau. Fünf. Eine Kaffeekanne. Ganz wichtig. Ja. Eine Kaffeetasse. Eine Kamera, aber das sind schon mehr, weil hier steht drei. Benenne drei Dinge. Habe ich fünf Dinge vorgelesen? Ja, dann sag du auch noch steht drei. Ja, genau. Jeder muss drei, ne? Ein Obstteller steht hier zu meiner Rechten. Mit einem einsamen Apfel drauf. Ja, tatsächlich. Das ist ein sehr leerer Obstteller. Ein Bild. Eine Obstschale, ein Bild und mein Handy. Zählt das? Ich habe es in der Hand. Egal, mein Handy. Es hat eben angefangen zu regnen. Es ist kalt und ungemütlich. Bäh. Ja. Ja, Wetter. Nein, ich fahre kein Auto. Und ich wurde als Jugendliche, nee, als Kind wurde ich einmal angefahren. Nicht schlimm, aber... Ja. Nein, ich fahre kein Auto. Und ja, als ich das einzige Mal versucht habe, Auto zu fahren, hätte ich fast einen Unfall gebaut. Wobei kein anderes Auto involviert war, sondern nur das, in dem ich saß. Danach habe ich es nie wieder versucht. Aufgewacht um kurz vor sieben. Ja, da wurden wir geweckt. Mit Frühstück am Bett. Dabei ist erst morgen Muttertag. Aufgestanden, eine halbe Stunde später. Oder? Ich nicht. Nee, stimmt, wir waren bis 8 im Bett, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich bin dann nochmal eingeschlafen. Ich war so müde. Stimmt, du bist nochmal eingeschlafen? Ja. Aber so stimmt. Kurz vor 7 waren wir das erste Mal wach. Ja. Samstags. Du. Heute Morgen. Vorgestern. Ich bin ein Warmduscher und es ist kalt. Shanti badet. Ja, ich bade viel lieber. Wir haben gestern, beziehungsweise den Großteil hast du geguckt. Ja! Kennedy's Hill. Ach genau, Kennedy's Hill. Wie heißt der? Mankell, eine Mankell-Verfilmung. Ja, wir dachten, es wäre ein Wallander-Krimi, aber es war kein Wallander-Krimi, der 3 Stunden lang war, fast. Ja, ich habe ein Drittel mitbekommen. Ich habe ihn zu Ende gekommen. was war denn der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben? Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, stimmt. Ja. Also mein Handy sagt, alles Gute Nachträg zum Geburtstag, liebe Lisa. Ihr könnt jetzt alle nette Gratulationen unten in die Kommentare schreiben. Die, die ich empfangen habe oder die, die ich geschrieben habe? Empfangen. Empfangen. Voll cool. Danke, mein Schatz. Ich hatte eine gute... Jetzt mein Display ausgegangen. Danke, mein Schatz. Ich hatte eine gute Nacht. Ich hoffe, du auch. Auf in den Tag und fühl dich auch geküsst und umarmt mindestens. Love you. Love you too. Love you. Jetzt muss man dazu wissen, um das zu verstehen, dass wir uns nicht unbedingt immer morgens sehen, weil Lisa manchmal bei der Arbeit zur Arbeit fährt, wenn ich noch schlafe. Irgendein Standard. Ja. Gitarrensound, Klingelton. Ich könnte ihn, glaube ich, noch nicht mal vorsummen oder so. Ich wechsle aber auch zu oft meine Handys. Also nicht, dass ich mir ständig neue kaufe, aber ich weiß meinen Klingelton nicht. Ich merke, wenn mein Handy klingelt. Boah, ich war in der Schweiz. Du warst in der Schweiz? Ich glaube, ich war das letzte Mal in Irland. Wir waren noch nicht zusammen im Ausland. Wir waren noch nicht zusammen im Ausland. Ich gehe nicht gerne ins Ausland.
Es hat aber nichts mit dem Ausland zu tun, sondern mit der Reise dahin. Wenn das Beamen erfunden ist, dann können wir mal irgendwie. Dann werden wir richtige Globetrotter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin nicht sicher. Beim Supermarkt. Lebensmittelgeschäfte. Wir gehen auch mal beim Aldi einkaufen, wir gehen auch mal beim Kaisers einkaufen, wir gehen auch mal beim Rewe einkaufen. Ja. Das ist. So viel zum Thema Klingelton. Ja! Ja. Ich nicht. Nee. Ich habe zwei. Ein Bruder. Hi! Ich habe einen Laptop. I'm a little nerd. Ich habe beides. Und ein Tablet. Ein Gimbal. Zählt das? Ja, 31. Ich auch 31. Im Moment. Eigentlich bin ich Brillenträgerin, ja. Ja, nee, ich nicht. Also weder noch. Also eigentlich sollte ich eine Lesebrille tragen, hin und wieder, aber... Ja, obwohl ich jetzt tatsächlich erstmal geheilt bin. Moment, habe ich, glaube ich, tatsächlich meine Naturfarbe. Ja. Ausnahmsweise mal. So ein bisschen obendrauf ist noch was Rötliches. Ja, aber ja, stimmt, weil ich die einmal noch neulich habe so ein bisschen fuchsbraun machen lassen. Aber sonst ist das eigentlich schon so gut wie Natur. Ja, was planen wir? Wir planen ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin von Francesca zu kaufen. Genau. Dann müssen wir das Kind zum Geburtstag bringen, aber ja, erst später. Zwischendurch haben wir noch einen Termin mit so familiärer Art. Mhm. Dann... Genau. Musst du einkaufen gehen? Ich muss einkaufen gehen, weil ich heute Abend eine Veranstaltung habe. Was Punkt Nummer 5 wäre. Genau. Ich plane noch ein Video zu schneiden. Und hochzuladen. Und Kind abholen wäre auch nicht Kind schlecht. Abholen wäre auch gut, ne? Und das große Kind will in der Zeit, in der das andere Kind bei der Geburtstagsparty ist, wahrscheinlich auch noch irgendwas machen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen über Mütter, über sehr selbstkritische Mütter, die Dinge über sich selber gesagt haben und ich versuche es abzukürzen. Und Kinder, die ganz tolle Sachen über ihre Mütter gesagt haben. Und die Mütter waren so gerührt und ich war so gerührt. Und ich habe geheult und ich habe gesagt, sowas würden meine Kinder nie über mich sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich geheult wie ein Schlosshund. Heute Morgen. Ja. Pilze und viel, viel Käse und Knoblauch. Mais finde ich toll. Ja. Ja. Ohne Ham. Veggie Burger. Veggie Burger mit Käse. Was zum Henker ist ein All-Nighter? Wir haben verschiedene Spekulationen aufgestellt. All-Nighter? Irgendwas, was man die ganze Nacht tut. Die Frage ist, was? Nee, muss ich auch passen. Braun? Blau, grün. Ich kann das. Hast du das? Nein. Ich mag Pepsi lieber als Cola. Wir wollen hier keine Werbung machen. Nein! Die sind bubbly. Wir piepsen das. Piep, piep. Piepsi. Die sind bubbly-ger, ist das so? Ja. Pepsi ist mehr Kohlensäure drin. Das schmeckt ganz anders. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist 25 Fragen. Jetzt wisst ihr wieder mehr über uns. Ja, nächste Woche gibt es wieder was Ernsteres. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Ja, und ein schönes Wochenende. Bye, tschüss.